Heute habe ich wirklich ein Thema, das kam mir heute früh. Super, super wichtig. Und zwar geht es um Begeisterung. Begeisterung ist so eine wichtige Energie. Begeisterung ist eigentlich ein anderes Wort für unsere Lebensenergie. Begeisterung, das ist etwas, ja, was man uns fast schon abtrainiert hat. Und wenn die Begeisterung nicht da ist, dann ist es wahnsinnig schwer, in die Leichtigkeit zu kommen. Begeisterung und Leichtigkeit, das sind zwei Energien, die bedingen sich komplett gegenseitig. Wenn wir etwas mit Begeisterung tun, dann tun wir es automatisch mit Leichtigkeit. Und diese Begeisterung, die ja, die, sag ich mal so, die ist gesellschaftlich ein bisschen unterdrückt worden, ja. Es ist gesellschaftlich, soll man ein bisschen ruhig sein. Und ich habe auch gestern wieder einen Post, bin ich da im Facebook drüber gestolpert, wo eine erzählt hat, ja, ihr Mann durfte nie laut sein als Kind. Das kenne ich auch. Also nicht von mir selber jetzt erzogen, aber das halt viele Leute so ruhig erzogen und du musst leise sein und du darfst niemand stören und du darfst nicht auffallen und so weiter und so fort. Und wenn du mit dieser Energie oder mit dieser Vorstellung unterwegs bist, dann unterdrückst du dich und dann unterdrückst du auch deine Energie, du unterdrückst deine Begeisterung. Wie oft hast du schon das Gefühl gehabt, hallo Ursula, guten Morgen. Ja, wie oft hast du schon das Gefühl gehabt, dass du eigentlich viel begeisterter wärst, aber es nicht traust, es zu zeigen und vor allem dich nicht traust, deine Begeisterung zu teilen? Kennt ihr das? Und das ist eins der schlimmsten Angewohnheiten, der schlimmsten Überzeugungen, die uns beigebracht werden, mit denen wir konditioniert werden, dass Begeisterung nicht salonfähig ist, sag ich mal. Und wir brauchen Begeisterung, wenn wir ein leichtes Leben haben wollen, wenn wir unsere Arbeit mit Begeisterung tun wollen, respektive wenn wir uns, ich sage jetzt nicht mal Arbeit, sondern wenn wir uns mit Begeisterung ins Leben einbringen wollen, weil sich das so gut anfühlt, wenn wir uns mit Liebe ins Leben einbringen wollen, dann müssen wir Begeisterung erlauben, dann müssen wir Begeisterung zulassen und dann müssen wir Begeisterung leben. Und ich weiß, dass es schwierig ist, in unserer Gesellschaft Begeisterung zu leben, weil man immer gedämpft wird und man kriegt einen auf den Deckel und man hat es schon als Kind so gelernt, dass zu große Begeisterung erstens mal nicht anerkannt ist und das darf man nicht und das verletzt und das ist too much, ja, das ist zu viel. Und das andere ist, dass man eben auch konditioniert sich selber hat, dass wenn man sich mal so eine Begeisterung erlaubt hat, dass es dann oft so war, dass es schlecht rauskam oder dass man sich zu früh gefreut hat. Und solche Sachen, die müssen wir wirklich aufdecken. Diese Zusammenhänge müssen wir kapieren, weil wir brauchen Begeisterung. Wir brauchen Begeisterung für unsere Wünsche, für unsere Träume, für unser Leben, für uns selber, für unser Umfeld, für alles. Wir brauchen ganz, ganz fest Begeisterung. Und wir müssen diese Schichten ablösen, die uns von dieser Begeisterung trennen. Sonst haben wir diese kreative Energie nicht, diese Power nicht, Dinge zu schaffen, zu erschaffen, zu erschöpfen oder nenne es manifestieren. Dazu brauchst du Begeisterung, Vollgas, Begeisterung, um die Dinge in dein Leben zu bringen, zu holen. Also wenn du denkst, du musst sie zu dir herziehen. Oder wenn du sie manifestieren musst, so dass sie entstehen. Das ist ja eine verschiedene Vorstellungsweise. Auf jeden Fall in Existenz bringen, aus der Energie, aus deiner Vorstellungskraft, aus deinem Bewusstsein die Dinge in die Existenz bringen, in die Manifestation bringen, in die Realität bringen. Nummer eins, Energie, Begeisterung. Ich frage euch, wie schaut es aus mit der Begeisterung? Wie schaut es wirklich aus? Auf dem Level, wie erzeugst du Begeisterung oder ist
sie einfach da, wenn es von Herzen her passt. Ich finde sie manchmal nicht. Genau, das ist das Problem. Begeisterung kann nur erzeugt werden, wenn sie erlaubt wird. Begeisterung kann nur gelebt werden, wenn sie erlaubt wird. Du kannst sagen, ich erlaube mir Begeisterung, aber was steckt noch dahinter, dass du dir sie nicht wirklich erlaubst, dass du sie nicht wirklich findest? Und das sind diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen, diese tief, tief implementierten Geschichten, nicht zu laut, nicht zu früh, nicht zu heftig, nicht zu viel. Ja, und auch das wieder passt komplett in das System, in dem wir aufgewachsen sind, das versucht hat, unsere Power von uns wegzunehmen oder dafür zu sorgen, dass wir nicht mit unserer Power vereint sind, damit wir nicht unsere Power wirklich auf die Straße bringen, sondern damit wir kontrollierbar und manipulierbar bleiben, weil die große Vorstellung ist ja, ich muss kontrollieren und manipulieren, damit alles in Sicherheit ist, damit ich in Sicherheit bin, damit die Dinge so sind, wie ich sie mir vorstelle. Und warum sollen die Dinge so sein, wie ich sie mir vorstelle? Dass ich mich sicher fühle. Aber diese Begeisterung von Herzen her passt es, ja. Es passt oft vom Herzen her, aber dann traut man sich nicht. Man traut nicht, für sich zu gehen, für dieses zu gehen, was von Herzen her geht. Man traut auch nicht, einfach nur begeistert zu sein von einer Idee, die man hat. Und dann lässt man die Idee wieder fallen und dann geht man nicht weiter, weil man sich nicht das traut, ja? Und das ist genau der Punkt. Aber wenn du dich traust, diese Begeisterung zu leben, die du für deine Idee hast, die du für dein Leben hast, die du für deine Wünsche hast, die du für deine Vorstellung hast, die du für dich selber hast, dann zieht diese Begeisterung dich vorwärts. Und dann wird es manifestiert, dann kommst du dorthin, wo all das ist, was du, das du dir wünschst. Aber ohne diese Energie bist du in Mäuseschritten unterwegs, ja, so richtig Baby Steps, klein, 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 kommst Schritt für Schritt näher, aber das, was dich wirklich begeistert, ist immer noch so weit weg, weil du keine Beziehung damit aufbaust, weil du es dir nicht traust, dir vorzustellen, weil du dir nicht traust, es haben zu wollen, weil du dir nicht traust, dass du jemand sein könntest, der dieses Leben führt. Das sind alles diese Scheiß Blockaden, die nicht notwendig sind, die auf diesen ganzen verdammten Lügenvorstellungen aufbauen, die wir übernommen haben von der Gesellschaft, von allem da draußen. Kann es nicht oft genug sagen. Und die einzige Rettung, hallo, wieder mittendrin, stimmt. Und die einzige Rettung ist, wir müssen diese Sachen ablösen, loslassen. Und Schritt 1 dazu ist zu erkennen, dass sie da sind, zu erkennen, dass sie wirken in uns, ohne dass wir das wollen. Das ist so wichtig zu sehen, was sind, dass wir einfach nur mal erkennen, ich bin beschränkt. Ich schränke mich ein. Nochmal das Video von gestern, oder? Dieser Käfig, in dem wir drin sind. Und aus dem kommen wir raus, wenn wir uns von der Begeisterung da rausziehen lassen. Begeisterung ist unsere Lebensenergie. Wir müssen sie spüren. Und ich mache euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich habe immer aus Pflichtbewusstsein gehandelt. Ich habe immer meine Entscheidungen getroffen aus Logik. Was ist logisch? Was ist der nächste logische Schritt? Ja, und nicht, was ist der nächste Schritt, der mich wirklich begeistert? Und so bin ich wirklich in ein Leben reingerutscht, wo ich nie aktiv eine Entscheidung getroffen habe. Und meine aktive Entscheidungsfindung, die hat aufgehört nach dem Studium, mehr oder weniger. Ja, ich habe aktiv noch entschieden, dass ich Betriebswirtschaft studiere und wo ich das will. Und es war alles, alles gut. Und nach dem Studium kam so wieder Hammer. Und was jetzt? Und dann ging es los. Dann habe ich einen Job gefunden. Den hatte ich schon im Studium als Unternehmensberater. Ich habe damals beim Deutschen Kundenbarometer mitgearbeitet, war Projektleiterin. Dieses Projekt gibt es heute noch. Es ist riesengroße Kundenzufriedenheitsbefragung in Deutschland. Und ich war die erste
Forscherin, Marktforscherin, die dort mitgearbeitet hat, die das erste große Projekt bei den Sparda-Banken geleitet hat. Und so kam ich in die Marktforschung, Leute. Und mich hat es nie wirklich interessiert. Und ich wurde gut und ich wurde besser und ich wurde richtig, richtig gut. Und dieses Marktforschungsding, das war das, wow, ich bin so gut in Marktforschung, aber es hat mich nie begeistert. Und vor allem Marktforschung für Finanzdienstleistungen. Es war nie etwas, was ich machen wollte. Und es hat mich mein ganzes Leben lang getrieben. Und dann hieß immer, ja, was kann die Patricia gut? Ja, die Patricia ist super gut in Marktforschung. Das war auch damals für mich die Eintrittskarte, die Arbeitsbewilligung in die Schweiz. Damals durfte man ja noch nicht so einfach aus Deutschland in die Schweiz kommen. Da musstest du dich speziell qualifizieren, dass du eine Arbeitsbewilligung bekommen hast. Und ich habe damals bei der UBS angefangen als Marktforscherin, wieder Bank, Marktforschung. Damit habe ich meine Bewilligung bekommen, damit hatte ich einen riesen guten Lohn, damit war ich gut. Es hat mich nicht begeistert, es war sogar so schlimm, es ist ein anderer Teil der Geschichte, dass ich wirklich sehr, sehr depressiv geworden bin, weil ich in einem Umfeld war, in dem ich mich gar nicht wohl gefühlt habe und es war insbesondere natürlich noch der riesengroße Shift, weil ich vorher 4 Jahre Sabbatical gemacht habe als Skilehrerin und da meine Begeisterung leben durfte. Ich war begeistert, Leuten Skifahren beizubringen. Ich war begeistert, in der Natur zu sein. Ich war begeistert, früh morgens aufzustehen. Ich war begeistert, die Leute vom Skifahren und der Natur und diese Schönheit, sich den Körper zu bewegen, sich herauszufordern und neue Dinge zu lernen und über seine eigenen Grenzen hinauszugehen mit Skifahren. Das hat mich begeistert, das habe ich geliebt, ich habe das Umfeld geliebt, ich habe die Leute geliebt. Aber was war denn da noch? Das kann ich ja nicht ewig machen. Wo soll denn das hingehen als Skilehrerin? Und ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, ich habe ja so eine große Expertise. Und dann habe ich mich dazu gezwungen, zurückzugehen, habe diesen Job in Zürich gefunden bei der UBS, der für damalige Verhältnisse gigantisch war und ich war so unglücklich und all meine Begeisterung war tot und wofür? Für Logik, für das, was ich gut kann und für Geld. Und das war schlimm, das war wirklich schlimm und ich habe mich so gequält und ich dachte auch da wieder, ich muss das machen, ich bin ja doch so gut da drin, das ist das, was ich kann. Schau mal, ich habe sogar eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz bekommen, das hat niemand gekriegt, weil ich so eine tolle Expertise habe. Und es war schrecklich, Leute, es war furchtbar. Und es war wirklich, das war so ein richtiger Abgrund, der mich nach unten gefahren hat und der mich ewig lang weiter begleitet hat, dieser Mindset. Ich habe das gelernt und ich bin gut da drin, also muss ich das machen. Und ich bin aus diesem Mindset erst durch meine Krankheit rausgekommen, wo ich nicht mehr Skifahren konnte, wo ich nicht mehr die Dinge machen konnte, die mich wirklich begeistert haben, weil ich gar nichts mehr machen konnte, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und das will ich euch nur erzählen, damit ihr vielleicht mal überlegt, was habe denn ich in meinem Leben alles gemacht, weil es so logisch war und weil ich so gut da drin war. Ich bin verdammt gut in diesen Sachen. Ich bin verdammt richtig gut. Gestern habe ich wieder das kenne ich auch, meine Liebe zur Kunst und immer nebenbei gelebt und das muss, um Geld zu verdienen, ja. Und diese andere Scheiße im Kopf, ja, ich kann mit Begeisterung nicht genug Geld verdienen. Und ich sage euch, ich kann mit Begeisterung Millionärin werden. Und ich werde es euch beweisen. Und ihr könnt es auch. Und es haben schon viele andere auch bewiesen. Ja, aber da schauen wir nicht hin, weil wir darauf nicht programmiert sind. Wo sind die Leute, die mit Begeisterung Millionär geworden sind oder Millionärin? Das ist dann halt auch immer wieder dieser, wenn du das vorher nicht auflöst, diese ganze Bullshit, dann wirst du vielleicht kurz mit Begeisterung Millionär und kommst, dann wirst dann wieder gefangen in irgendwelchen Vorstellungen, die du hast, was man sein muss, wenn man plötzlich als Millionär. Das musst du alles bereinigen vorher. Du musst total klar werden, dass du dir das erlauben kannst, was du möchtest. Und dass du das zusammenfügst, worin du gut bist, mit dem, was dich begeistert. Und das heißt nicht, dass du das, was du gut musst, dein ganzes Leben lang machen musst.
Es ist, was wollte ich noch erzählen? Eben, ich wollte, ich will ja mit diesem Projekt jetzt auch, Geld muss in die Hände der Liebe. Ich will so viele Menschen erreichen, ich will so viele Menschen inspirieren, ich will so viele Menschen anstecken. Ich will mit diesem Divine Healing Energy, mit dieser Modalität, die mich wirklich dazu, die mir wirklich endlich die Schmerzen aus dem Körper genommen hat, die wirklich so tief geht, dieses Göttliche, diese göttliche Verbindung, die alles heilt, diesen Zugang, den ich gefunden habe, den ich mit der Anja unterrichte. Ich möchte, dass das so, so viele Menschen lernen und können für sich und für ihr eigenes Leben, weil es so einfach ist, das zu tun, weil es so absolut easy ist, so easy ist zu machen und weil es mir wichtig ist. Und deswegen habe ich eben auch jetzt im letzten Monat jemanden Facebook-Ads machen lassen, wo man sich anmelden konnte für diese, die war, vielleicht habt ihr das gesehen, für diese Divine Healing Sessions und für dieses Geldwäscheprogramm. Und jetzt haben wir das einen Monat gemacht und ja, es war halt schon, ich wusste immer genau, wo die Fehler sind und wo es nicht genau gestimmt hat und dann kamen die E-Mails nicht raus und so weiter und ja, ich habe es halt immer gewusst, oder? Dass das und das die Prozesse nicht stimmen. Und ich habe immer wieder die Fehler gefunden. Und jetzt habe ich es selber in die Hand genommen und hab diesen ganzen Prozess einfach selber mal auseinandergenommen und korrigiert, weil es nicht funktioniert hat mit dieser anderen Person zusammen, weil sie die Sachen gar nicht gesehen hat und weil die Kunden von ihm das auch nicht sehen. Aber ich habe es gesehen und das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, da setze ich mich 3, 4 Stunden hin, dann kriege ich das gebacken, dann weiß ich, wie das Zeug läuft. Das heißt aber nicht, dass ich das machen will. Aber ich weiß, wie es geht und ich habe so viel Expertise und es begeistert mich kurz, aber ich will doch deswegen nicht auf diesem Job arbeiten, sondern was begeistert mich wirklich? Mich begeistert wirklich, die Wahrheit zu sprechen. Mich begeistert wirklich diese ganzen Begrenzungen, diese ganzen Einschränkungen, diese ganzen Paradigmen für Menschen mit aufzulösen, die sie gefangen halten. Das begeistert mich. Es begeistert mich, meine Vision, dass alle super, super reich sind mit sich, aus sich selber raus, aus ihrer eigenen Begeisterung, aus dem, wo jeder sich persönlich dafür begeistert und diese Begeisterung teilt. Ja, bei mir ist bei allem meine Begeisterung überhaupt abhandengekommen. Ja, natürlich, weil es genau auch wahrscheinlich dieser Vorgang war. Ich bin gut, ich kann es gut machen, ich muss es also machen, ich bin Expertin darin. Aber wir alle wissen so weitreichende Expertinnen. Wenn ich anfangen würde, euch zu sagen, wo ich alles Expertin bin, wo es mir aber überhaupt keinen Spaß macht. Aber ich weiß es und es hilft mir, dass ich es weiß. Ich kann diese ganze Unternehmensberatergeschichte. Ich mache alles selber, meine ganze Technik. Ich mache meine Homepage selber. Ich mache meinen Shop selber. Ich habe die ganze Expertise. Wenn ich keine Zeit mehr habe, dann lasse ich mir da aber helfen. Aber ich habe es halt so aufgesetzt, dass ich gar nicht mehr viel machen muss. Weil ich das halt auch kann. Ja, ich kann es einmal aufsetzen, dann läuft das Zeug von selber. Kann ich auch. Deswegen heißt es aber nicht, dass ich rausgehen will und Homepages erstellen. Für meinen Ex-Mann mache ich das noch, da bin ich seine Webdesignerin, für den mache ich das, wir haben einen Deal. Aber sonst, ich mache es nicht mehr. Er ist gekommen und hat gesagt, ja, ich habe ein neues Projekt, kannst du mir Homepage machen? Weißt du, bei dir muss ich gar nicht sagen, was da drauf muss. Du schreibst selber, du sagst mir Homepage und ich muss dir nicht mal Texte geben. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Und sage ich, ja, aber ich mache es nicht mehr. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, das zu machen. Und dann mache ich es auch nicht. Aber ich weiß es und das bringt mich natürlich in den Coachings weiter. Ich weiß genau, was gemacht werden muss. Ich weiß genau, was es braucht. Ich habe es alles gelernt. Aber es begeistert mich nicht, das umzusetzen. Ich habe da keinen Bock drauf. So, und ich mache es nur noch für mich. Und ich weiß, wie es geht, aber ich werde nicht mein Geld damit verdienen. Warum nicht? Weil ich nicht will, weil es mich nicht begeistert. So einfach. Und diese Entscheidung zu treffen, in irgendetwas Experte zu sein und gut zu sein und zu sagen, ich möchte das genau so aber nicht mehr machen. Das müsst ihr euch erlauben. Und das kann man sich immer nur mehr und mehr erlauben, wenn man diese alte
krasse Geschichte an Vorstellungen, dass man sich es nicht erlauben darf und warum man es sich nicht erlauben darf und warum man nur so Geld verdienen darf, kann, mit dem man bis jetzt immer Geld verdient hat. Das ist einfach nicht wahr. Sobald du dich entscheidest, mit Begeisterung Geld zu verdienen, mit Begeisterung rauszurufen, für was du dich begeisterst und was dein großes Herzensanliegen ist. Und mein Herzensanliegen war es schon immer. Es war schon immer, dass alle Leute glücklich sind und dass sie ein glückliches Leben führen. Das habe ich gespürt für meine Partner. Ich habe die immer versucht hochzuheben, hatte überhaupt keine Ahnung, habe gedacht, okay, die fühlen sich größer und besser, wenn ich mich kleiner mache. Geht auch nicht so wirklich auf, sondern es geht wirklich nur dann. Wenn du dastehst, wenn du deine klaren eigenen Bedingungen hast, wenn du sagst, was du machen möchtest, ganz klar, was dich wirklich begeistert und es dann tust und es ganz klar einfach machst. Und dazu müssen wir ablösen, ablösen. Wir müssen aus diesem Schatten der Lügen, der falschen Vorstellungen, die uns einschränken, in das Licht der Wahrheit treten, in das Licht der Wahrheit über uns selber, über das, was wir dürfen, was wir können als göttliche Wesen und wie wir diese Verbindung haben, die uns einfach die ganze Zeit hilft, den Bullshit abzulösen, der immer wieder uns begegnet. Deswegen kann ich euch nur sagen, macht euch bitte an die Arbeit. Es ist nicht leicht, einen Marathon für einen Marathon zu trainieren. Aber wenn du nachher Marathonläuferin bist und jeden Tag Freude hast, laufen zu gehen, das zu tun, was du tust, weil du einmal dich überwunden hast und dafür gegangen bist, dann bist du so glücklich, dann bist du so frei, dann hast du diese ganze Last weg. Und ich kann euch nur sagen, es ist jetzt an der Zeit, das anzugehen. Wir steigen in eine neue Dimension. Und da kannst du gar nichts machen. Die Energie verändert sich überall. Also better be ready. Wirklich, sei bereit für das Neue. Sei bereit für die hohe Schwingung. Sei bereit für das Unbekannte. Sei bereit für die Begeisterung. Lass die Scheiße los, die dich eingequetscht hat. Lass den Kack endlich los und mache das, was du willst. Setz dich hin und schrei die Welt in die Welt raus. Ich bin begeistert. Ich mache es jetzt einfach für mich. Ich bin begeistert von der Vorstellung, dass all diese Frauen und Männer, die das jetzt hören, Millionen zur Verfügung haben, um andere Leute in ihrer Begeisterung zu unterstützen. Und wir geben uns Kohle für unsere Begeisterung. Wir geben uns Kohle dafür, dass wir begeistert sind. Und ich zahle dich dafür, weil du mir deine Begeisterung für das gibst, was du tust, was du mit Begeisterung tust. Und so tauschen wir ganz, ganz viel Geld aus. Und jeder ist bereit, mehr anzunehmen, weil er bereit ist, mehr Begeisterung zu geben, mehr Liebe, mehr Power rauszugeben und diese Grenzen zu lösen. Und dann geht das Geld in die Hände nicht von denen, die es anderen meinen, wegnehmen zu müssen. Und die meinen, andere zu unterdrücken müssen, ausbeuten zu müssen. Leute, das ist doch scheiße, das kann doch nicht sein. Wir haben so viel Kohle. Und es ist in den falschen Händen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die richtigen Menschen dieses Geld bekommen. Und dann geht es weiter. Gegenseitig erheben wir uns. Das muss es doch sein. Dieses andere System ist doch verlogen und klein und falsch und bösartig und fies und quälerisch und ausbeuterisch. Aber das geht halt nur zu ändern, wenn es mehr und mehr und mehr Leute ändern. Und wenn die Leute, die von Herzen arbeiten, immer noch sagen, oh, ich brauche kein Geld, ich muss es ja gratis machen. Nein, eben genau nicht. Eben genau nicht, eben genau musst du diesen Wert erkennen, den du hast, wenn du mit Begeisterung für das Gute gehst, für das Schöne gehst, für das Erfüllte gehst.
Das ist wertvoll, das ist doch viel, viel wertvoller als alles andere, was ja nur Bedingungen bezahlt. Ja? Du gehst Skifahren, kaufst einen Skipass, hast ein bisschen Freude, musst diese ganze Bedingungskette bezahlen. Ja? Du hast ein tolles Haus. Du hast ein tolles Haus, weil du dich scheiße fühlst in dem tollen Haus, sage ich jetzt mal. Weil du ein geiles Haus hast, weil du dich einsam fühlst in diesem geilen Haus, weil du dich nicht gehört, weil du dich nicht verstanden, weil du dich nicht aufgehoben fühlst, weil du dich immer noch eingeschränkt fühlst, obwohl du das geilste, größte Haus auf dieser Welt hast. Du hast die Bedingungen bezahlt für ein riesengroßes Haus, hast Millionen ausgegeben, vielleicht für eine riesen Villa, wer weiß das schon. Oder für deine Eigentumswohnung ist ja letztendlich wurscht. Oder auch nur für dein Auto, das dir scheinbar die Freiheit gibt. Dafür bezahlst du, für diese ganzen Bedingungen bezahlst du immer gerne, hast überhaupt kein Problem, irgendwie BMW, Mercedes und so weiter die Kohle reinzuschieben. Da hast du kein Thema damit. Ja, das interessiert dich nicht. Das ist gut, weil du ja die Bedingungen brauchst, damit du dich einen kleinen fucking Moment gut fühlst. Und nachher gehst du wieder zurück in die Scheiße. Und dann sitzt da ein Coach und sagt, gib mir irgendwie ein Drittel von dem Wert von deinem scheiß Auto und ich helfe dir, dass du wirklich frei bist und dass du machst, was du möchtest. Ja? Und dann sagst du, das Gemeinde hilft mir, die soll nicht so viel Geld verdienen. What? Das geht nicht. Das geht doch nicht auf. Das geht doch nicht auf. Wir sind falsch konditioniert. Und wenn wir aufhören, uns gegenseitig mit dieser Falschheit zu konditionieren, sondern zu sagen, was willst du denn wirklich haben? Was willst du denn wirklich leben? Glaubst du, das Auto bringt dich dorthin? Glaubst du, das Haus bringt dich dorthin? Glaubst du, die Kreuzfahrt oder was auch immer, was Leute machen, um sich kurz mal einen Moment gut zu fühlen? Das ist es nicht. Es geht nicht darum, dass ich Geld verdiene, damit ich diesen ganzen Luxus habe und mich kurz mal hier und da ein bisschen gut fühlen kann. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass du investierst, dass du nachher jemand bist, der viel Geld für andere wieder zahlen kann, die nicht Autos herstellen, weil sie Kohle verdienen wollen, sondern ethische Autos herstellen, die ethische Häuser bauen, die mit Liebe bauen, die mit Begeisterung bauen und dass du dieses Geld bezahlst nachher, weil es dir Spaß macht und nicht, weil du glaubst, dass wenn du dieses tolle Haus hast, dass deine ganzen Beschränkungen und Einschränkungen dann plötzlich weg sind. Es geht so nicht. Es ist scheiß fucking Energie, die klebt an dir und die kannst du nicht wegkaufen und die geht auch nicht weg, wenn du kurz mal irgendwo eine riesenteure Investition machst, Leute. Es ist die Wahrheit. Und wir müssen die Welt verändern. Und wir müssen dazu sorgen, dass wir die Sachen mit Begeisterung machen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld in die Hände von diesen Menschen kommt, die eben genau so denken. Und you go first, I go first, you go first. Ja, das Kleben am Material. Und da hilft wirklich nur, ich habe alles ausprobiert, ihr könnt es mir glauben. Aber das, was wir jetzt machen mit dieser Anwendung, mit der göttlichen Energie, mit dieser göttlichen Autorität, in die wir mehr und mehr einsteigen, das hilft, das neue Denken zu kreieren und implementieren, vorzuleben. Und dann noch dazu, das Ganze zu teilen, noch rauszugehen und zu sagen, hey, kapier's endlich. Ich erklär's dir mit Liebe, wie es für mich war. Wir brauchen doch Vorbilder. Wenn du die Glotze anstellst, was hast du denn da? Kein einziges Vorbild mehr im Fernsehen. Nirgendwo. Wo willst denn du Vorbilder sehen? Deswegen zum Glück haben wir Social Medias. Da siehst du Menschen, die endlich den Mund aufmachen, die Klarheit sprechen, die Klarheit tun. Wir müssen das machen. Und ich möchte einfach damit nochmal sagen, du brauchst die Energie der Begeisterung. Die Energie der Begeisterung ist die Lebensenergie. Nenn es Chi, nenn es Prana. Es ist die Energie, die manifestiert. Lass sie dir nicht nehmen. Geh für deine Begeisterung und begeistere andere damit. Und sei es dir wert. Und geh raus und sei diese wertvolle Person, die für ihre Begeisterung
begeistertes Geld bekommt, damit sie weiter Begeisterung nähren kann in dieser Welt. Es ist einfach anders und es muss anders sein, weil so wie es bis jetzt war, hat es doch nicht wirklich Spaß gemacht, oder? Müsst ihr euch zugeben, es hat doch so nicht Spaß gemacht. Also gehen wir jetzt einen neuen Weg. Also gehen wir jetzt neue Ansichten vertreten. Lernen wir, andere Gefühle, Denkweisen und Handlungen zu zeigen und zu präsentieren und gehen diesen Weg. Und deswegen muss Geld in die Hände der Liebe und der Begeisterung. Aber wenn du da stehst und immer noch denkst, ich kann mich nicht wirklich begeistern, ich traue mich nicht, dann ist es an der Zeit, dass du anfängst, diese Arbeit zu tun, dass du anfängst, diese Göttlichkeit in dir zu entfachen und zu sehen und anzuerkennen und alles, was nicht in der göttlichen Ordnung ist und an dir klebt, abzulösen. Und das machst du nicht, indem du irgendwo in die Vergangenheit gehst und versuchst, irgendwo mit Gesprächs- und Labortherapien oder sonstigen anderen Geschichten, die auf dem Markt sind, das kriegst du so nicht hin, weil es ist eine energetische, gleichzeitige Aufgabe mit Herz und Verstand. Herz und Verstand. Und wie bringe ich das? Ich hab eine Frage gestellt für die Leute, die neu in die Gruppe kommen. Oft kommt ja Herz-Gehirn-Kohärenz. Ja, wo willst du denn anfangen mit der Kohärenz? Beim Herz oder beim Gehirn? An beiden Seiten. Ist ja logisch. Du kommst du schneller vorwärts. Hier hast du Herz, hier hast du Gehirn. Du willst es in Einklang bringen. Dann rennst du doch von beiden Seiten. Da kannst du dich tot meditieren. Wenn es mit deinem Herz und wird alles groß und größer. Ich sehe es immer wieder mit Leuten, die Kontakt mit mir aufnehmen wie Coaching. Sagen, ja, ich meditiere ja schon, ich mache so viel. Und sage, ja, und wo ist dein Verstand? Wo ist das, was du glaubst? Wo sind deine Überzeugungen? Wo ist das, aus was du wirklich, wirklich handelst? Ja, da hinten. Und hier ist dein Herz. Und in dem Moment, wo du da reingehst und es ganz, ganz groß ist, dann bist du ganz, ganz großartig, stehst auf aus der Meditation und alles ist wieder, oh, ich muss und wo kriege ich das Geld her? Und Und wenn ihr euch wirklich mal mit Manifestieren beschäftigt habt, ich nenne es ja lieber kreieren, dann ist es tatsächlich so, dass es die Vorstellung braucht und die Energie dazu. Und welche Energie braucht's? Ja, welche Energie brauche ich? Du brauchst gar keine großartige, verschiedene Energie. Du brauchst eine und das ist die Begeisterung. Und dann noch die Dankbarkeit, weil du so begeistert bist und nicht, weil es jetzt endlich da ist. Nee, du bist dankbar, weil du begeistert bist. Du bist dankbar und begeistert gleichzeitig. Und diese zwei Energien, die sind Wumm, die sind Power, die sind Booster. Und sie sind so unterdrückt bei uns. So, so unterdrückt. Und das müssen wir lösen. Ich kann es euch nur sagen, ich weiß es. Und ich werde es nicht billiger anbieten, als diese 2000 Euro für diesen Prekurs von den 3 Wochen, wo es super intensiv ist und die Ausbildung, in der du nachher Geld damit verdienen kannst, weil du anderen Leuten genau das hilfst, beibringst, sie befreist, sie freimachst und ihnen hilfst, dass sie sich die Erlaubnis geben, genau das zu machen und umzusetzen, was sie möchten. Und es sind 2000 Euro, ich habe es mir 100.000 Mal habe ich gechannelt und habe gesagt, okay, was ist das Billigste, was ich machen kann, Bei 2000 Euro war Grenze, weil das kann nicht sein, dass sowas Wertvolles von mir wie Perlen vor die Säue gehauen wird von Leuten, die dann einfach nur mal kurz konsumieren, weil es irgendwie 500 Euro gekostet hat und weil sie das irgendwie verknapsen können, wenn es nichts ist. Und in andere Relation 100 Stunden zu Heilpraktikern und sonstigen Supplements und Zeugs und Sachen ausgeben, die halt nicht funktionieren. Und da bin ich nicht mehr bereit dazu. Ich will nur noch Leute, die sagen, yes, I do it, I go. Ich sehe es ein, ich will ein Teil davon sein. Ich will ganz, ganz viel Geld haben, weil ich habe ganz, ganz viel Liebe und Begeisterung in mir. Und ich will andere unterstützen, die mit Liebe, aus Liebe und Begeisterung arbeiten. Und ich habe keinen Bock mehr, dass irgendwelche Geizhälse, Menschen, Schänder Kohle haben. Her zu mir mit dem Geld. Echt, Leute. Das ist wichtig. Dass wir das kapieren,
dass es anders laufen muss. Aber es läuft nur anders, wenn wir anders sind. Und da können die Politiker und sonstige Leute Entscheidungen treffen und Restriktionen machen. Who cares? Wir sind verbunden. Wir können super überleben. Wir machen unseren eigenen Wirtschaftsraum der Liebe. Das sollen doch die machen, was sie wollen. Who cares? Wir haben unsere eigene Ökonomie untereinander. Ist doch wurscht. Wir haben alles, was wir brauchen von ganz, ganz großartigen Menschen. Warum sollen wir uns darauf fokussieren, was die Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, hier treiben und machen und tun und uns dann auch darüber aufregen, anstatt unsere eigene Welt aufzubauen, unseren eigenen Austausch? Ist halt meine Idee. Und ich glaube an nichts anderes mehr. Mir ist es wurscht, was andere machen. Mir ist es wurscht, was die für Gesetze machen. Mir ist es wurscht, was die für Restriktionen machen. Und weißt du was? Und wenn sie mich dann auch noch impfen wollen, dann weiß ich, dass ich die Power habe, dass mir die fucking Impfung nichts ausmacht. Es ist wurscht. Dann mache ich so frei nach, wie heißt er da, der Eisbader, der hat es ja auch gemacht übrigens. Ah, jetzt habe ich diesen Kurs gemacht. Warte, 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 warte. Wim Hof. Ja? Der Wim Hof hat sich mit Grippeviren impfen lassen. Er hat gesagt, wir impfen mich mit Grippeviren, ist mir scheißegal, ich kriege keine Grippe. Der hat keine Grippe bekommen. Warum? Weil unser Körper unserem Geist folgt, ob wir Bock haben oder nicht. Und wenn es dieser beschränkte, konditionierte Geist ist, den wir da oben anstellen, dann ist es halt so. Aber wenn es der göttliche Geist ist, der sagt, hallo, dieser Körper ist meine Schöpfung, Materie zu Materie hat keinen Einfluss, so, dann halt. Ich weiß, es ist krass, aber es ist mir jetzt wurscht. Ich sage es genau so, wie ich es denke und wie ich weiß, dass es richtig ist. Und ich sage niemals Sachen, die ich nicht weiß. Und ich sag's noch mal, ich weiß es nicht, weil mein schlaues Hirn es weiß. Ich weiß, weil ich es immer wieder gekriegt habe, gechannelt habe mit tick verschiedenen, mit fast jedem einzelnen Klienten, in dem ich die letzten 2 Jahre gearbeitet habe, habe ich dieses Wissen gechannelt und nachher habe ich Bücher gefunden, wo es auch schon drin stand, weil dieses Wissen zur Verfügung steht und das Buch, wo es wirklich, wirklich ausdrückt, ist aus 1860. Und wahrscheinlich gibt es gibt noch ein anderes Buch, das ist die Bibel, da steht es auch drin, ja? Es ist ja nicht ein Wissen, was die schlaue Patricia weiß. Das ist nur ein Wissen, wo ich jetzt endlich wirklich glaube, dass es das Wissen ist, für das wir hier sind, es zu wissen. Und nicht anderem Bullshit-Wissen. Das ist uns eingetrichtert worden ist. Wir müssen dieses wahre Wissen wissen und aus diesem wahren Wissen heraus leben, unsere Gesellschaft kultivieren und Menschen, die mit Liebe und Begeisterung ihren Beitrag leisten, unterstützen und die Welt großartig machen, die sollen viel Geld haben und die sollen viel Geld untereinander austauschen. Ende Gelände. Danke, Maria. Ja, ich habe zu viel Zeit. Nein, es ist wirklich so. Es ist einfach wichtig. So ist es. Ja, und es ist einfach wichtig. Und solange wir uns noch da in diesem Schatten dieser Lügen befinden, desto schlimmer ist es. Alles war und ist immer schon da gewesen. Natürlich, natürlich. Immer schon. Aber wir müssen lernen, wieder danach zu leben. Wir müssen lernen, uns das zu erlauben. Wir müssen lernen, uns erlauben, diese großartige Begeisterung zu zeigen und vorzuleben für die Dinge, die wir wissen, so tief in uns. Und wenn es die anderen nicht wissen, who cares? Ich weiß es mittlerweile. Und ihr wisst es auch, aber ihr dürft es euch noch tiefer sinken lassen. Ihr dürft noch mehr aus diesem Wissen leben. Und ihr dürft noch mehr. Ich arbeite jeden Tag daran. Es kommen immer wieder Begrenzungen. Es kommen immer wieder Einschränkungen. Ihr merkt es selber. Ich mache jetzt diese Challenge und jeden Tag wird es klarer und deutlicher. Was, Susi, erschaffen wir das Geld nicht gleich mit, ist doch nicht begrenzt. Nein, natürlich nicht. Je mehr wir brauchen, desto mehr kommt.
Bla 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 war gestern Tacheles ist angesagt. Genau, Heike. Danke. So ist es. Diese bla 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 Leute, die dürfen sich woanders auf anderen Medien austanzen, die sowieso keiner mehr einschaltet. Und wir hier reden Tacheles und wir leben Tacheles und wir handeln Tacheles und wir fühlen Tacheles und wir leben Begeisterung. Und genau, je mehr Geld wir brauchen, desto mehr Geld erschaffen wir. Aber es ist trotzdem wichtig, diesen Gedanken zu halten, dass es nicht sein kann, dass es Geld für Unterdrückung gibt. Dass es Geld für Ausbeutung gibt, dass es Geld für Sachen gibt, die uns nicht begeistern, dass wir Sachen machen müssen, die uns nicht begeistern, dass irgendjemand Sachen machen muss, die ihn nicht begeistern. Leute, wir haben alle Scheiß-Technologie, davon könnt ihr euch gar nicht genügend Vorstellung machen, dass kein Mensch sich mehr zu Tode rackern muss, dass wir für diese üblen Sachen, wir brauchen nicht mehr Mensch dazu. Wir haben uns so hochgearbeitet in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation, dass früher haben wir selber die schweren Arbeiten gemacht, die mussten noch nicht so in dieser Art gemacht werden, weil wir nicht diese Ansprüche haben. Jetzt haben wir halt diese Ansprüche, aber es kann nicht sein, dass dann diese Ansprüche nicht für alle steigen. Das müssen wir nicht mehr machen. Wir haben Technologie, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ihr euch da mal ein bisschen schlau macht, es muss niemand mehr seinen Körper verdingen. Niemand. Danke für die klaren Worte. Tief in mir weiß ich's auch, aber ich fühle mich noch wie ein Alien, wenn ich im richtigen Leben darüber spreche. Ja, aber das muss auch sein. Dann sprichst du halt, oh, Batterie gleich leer. Wir sprechen weiter, verstehst du? Wir sind wie eine Blume. Wir sprechen miteinander. Dann kommt wieder ein neuer dazu. Weil ganz tief weiß jeder in seinem Herzen, ganz, ganz tief, weiß jeder in seinem Herzen, dass das, was ich jetzt gesagt habe, einfach nur wahr ist. Das kann keiner sagen. Vielleicht sagen irgendwelche Verstände, ja, die Alte spinnt, die tickt nicht ganz richtig. Aber spüren, dass das die Wahrheit ist, wird jeder es zulassen. Das ist auf einem anderen Blatt. Aber es werden mehr und mehr Leute zulassen. Ursulina, das kenne ich trotzdem. Es gibt die Empfänglichkeit. Ja, es gibt die Empfänglichkeit. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir den Leuten, die schon ein bisschen empfänglich sind, dass wir denen was anbieten können. Ja, dass wir eben, ich sag's immer wieder, diese Ausbildung für göttliche Energie ist der Oberhammer. Und schaut euch die Videos an, arbeitet damit, kommt vielleicht noch am Sonntag um 10 mit. Wir haben noch 3 Sonntagssessions. Ich habe gestern noch jemanden auf Facebook gefunden und eingeladen. Die kämpft mit einer Krankheit. Und ja, ich bin so fest überzeugt, dass ich sogar eine fremde Person, die einen Post gemacht hat, anschreibe. Und ihr damit helfen möchte, wenn sie möchte, natürlich. Ihr das zeigen möchte, zumindest das vorstellen möchte. Jeder muss es alleine tun letztendlich. Aber wir können Anstöße geben, wir können Beispiele machen. Das ist so wichtig. Und dass ich mich traue, eine fremde Person auf einen Post anzuschreiben und ihr diese Modalität vorzuschreiben, zeigt, dass ich weiß, dass es funktioniert. 100 Pro, weil ich es weiß, weil es erst dann funktioniert hat, als ich dieses Göttliche in mich gelassen habe und zugelassen habe, dass es aus mir herauswirkt. Es ist so kraftvoll. Wir müssen das machen, wir müssen das befreien, wir müssen hingehen und sagen, hey, ich arbeite mit göttlicher Energie. Juhui. Also, ihr Lieben. Ich habe genügend Begeisterung ausgestrahlt. Wirklich. Für die, die es jetzt nachträglich hören, ich habe dieses Angebot. Es fängt am 5. 6. an, Pre-Kurs. Danach die Ausbildung zum Master of Divine Healing, wo du dich und andere heilen kannst, weil es ist ein hindauernder Prozess. Du brauchst eine Modalität. Ja, mein Vertrauen und meine Sicherheit beflügeln, weil ich jetzt wirklich sicher bin.
Ich meine, ich bin Marktforscherin, Leute. Ich habe genug geforscht und ich glaube nur den Statistiken, die ich selber erstellt habe. Und wenn ich habe jetzt genügend Boden, ich weiß es, ich habe es erforscht, deswegen traue ich es mich zu sagen, so klar und deutlich. Und alle, die mich hier schon länger kennen, die wissen, dass ich nicht eine bin, die was verspricht. Wenn sie nicht ganz sicher ist, und ich traue es mich jetzt zu versprechen, weil ich weiß, dass es funktioniert, aber ich weiß auch, dass es nicht meine Verantwortung ist, dass jeder Einzelne kontinuierlich dranbleibt und arbeitet, damit er nicht wieder in alte Muster und Programmierungen gesaugt wird, wie mit so einem Staubsauger. Und wieder zurück. Gehen Sie zurück zu los. Das geht nur, wenn du dran bleibst. Wenn du in der Strömung nicht rausschwimmst, dann zieht sie dich auch weg. Dann bist du damit dabei. Also, Fragen, E-Mails, alles Mögliche, was euch einfällt. Ich meine, tut's weiterempfehlen, wenn ihr die Ausbildung übrigens auch schon gemacht habt. Ja, tut's weiterempfehlen. Auch da, ihr wisst, ihr kriegt was dafür. Geld, Liebe, Energie für eure liebevolle Weiterempfehlung kriegt ihr Liebe von mir, dass ihr es weiterempfehlt. Wir geben uns das gegenseitig. Ist doch logisch. Wir wollen doch, dass wir als Gesellschaft so großartig sind und einfach so uns so gut fühlen, wenn wir viel Geld geben und wir viel Geld empfangen können. Es ist möglich, ich weiß es und ich werde nicht abtreten von diesem Planeten, bis ich nicht auch das bewiesen habe, genauso wie ich nicht abgetreten bin, wenn ich nicht bewiesen habe, dass diese hartnäckigen Schmerzen, Einschränkungen auch gehen. Und zwar ohne Materie gegen Materie in erster Linie, sondern Materie gegen Materie kann uns ja helfen. Bin ich null dagegen? Finde ich super, aber die Grundeinstellung, die Grundüberzeugung, das Grundwissen, aus dem du heraus arbeitest und handelst für dich und denkst, das muss einfach stimmen. Und wenn das nicht stimmt, kannst du Maschinchen, Operationen, Supplements einwerfen, so viel du willst. Genauso mit Meditationen. Wenn diese Vorstellung über dein eigenes Sein, über deine eigene Macht, über deine eigene Pracht nicht verankert ist, kannst du die nicht von außen irgendwie fake verankern. Das geht halt nicht. Du musst dieser Anker sein. Letztendlich geht es nur um dich. Und mein Leben geht nur um mich. Und ich will es schön haben. Ich will es freudig haben, ich will es klasse haben. Und wenn ihr dabei seid, dann müsst ihr die alte Scheiße nicht mehr in die Zukunft tragen. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Morgen sehen wir uns nochmal. Und am Sonntag sind wir dann in den Divine Healing Sessions. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Bis dann. Tschüssi.